Willkommen zurück zu Battle Chasers Nightmare für die Switch. So, wo waren wir stehen geblieben? Kann ich auch nicht sagen. Es ist irgendwie so, dass wir. Doch, kann ich auch sagen. Wir sind natürlich im Dungeon und haben ja noch nicht so viel im Dungeon gemacht. Von daher gehen wir jetzt den Pfad, den der uns da eröffnet hat. Und werden mal sehen, wo uns das so hinführt. Los geht's. Oh. Ein Fahrstuhl. Oh ne, oder einfach nur eine Brücke zum Rübergehen. Okay. Die Hand, welche diese Nachricht verfasste, muss gezittert haben. Als ich bei der letzten Siegesfeier des Häuptlings in der Arena erlebt habe, war er ängstlich und seine Kraft wuchs, wenn andere rings um ihn starben. Seine Gegner wurden brutal zerrissen. Und sogar die Stärksten im Stamm wendeten einen Blick davor ab. So große Macht, woher? Weiß man nicht. Das scheint eine Nachricht zu sein, die von einem Likaner-Stamm zum anderen geschickt wurde. Der fragliche Mensch, ein Dorfbewohner aus dem Westen, wurde uns mit Fieber und einem gebrochenen Bein übergeben. Ob er sich das bei seiner Gefangennahme oder danach zugezogen hat, wissen wir nicht. Er hat eine Behandlung durch den Schamanen verweigert, weil er den Makel der Magie fürchtete. Der Narr wird keine Woche mehr überstehen. Okay. Durchforsten alles hier. Gucken, was hier hinter der Höhle ist. Was ist das denn hier? Fackel mit Feuerstein entzünden. Machen wir mal. Hier drüben auch. Das sieht schon besser aus. Hier ist nichts. Nichts vom Wert zumindest. Schauen wir mal weiter. Ich hoffe, es ist ein schön großer Dungeon. Das wäre einfach mal ganz nett. Okay, da sind auf jeden Fall Lykaner. Betäubt? Ich glaub schon. So. Okay. Dann wollen wir mal. Okay. Gucken wir mal. VP. Mit 74 Schaden, Streuschuss. Okay, machen wir Lauffeuer. Aber bringt ja nur was bei ihm hier. Und bei ihm da drüben müssen wir nochmal mal den. Das war's. So, hier nehmen wir jetzt an, dann kriegen wir gleich Energie wieder. Das ist schon mal ganz gut. Ja, okay, hat sich nicht so gelohnt, aber ein bisschen wiederbekommen. Jetzt. Okay, und wir hoffen, wir sind ein bisschen aufsteigen. Sachen nicht gefunden. Der hat sich getarnt. Ihr hättet euch besser mit jemand anders angelegt. Machen wir auch mal
Verteidigung. Okay, er hat nur ein bisschen was weggenommen, aber auch nicht so viel. Das er könnte jetzt auf jeden Fall ein paar Schäden bekommen. Ah, perfekt. Und der letzte. Super. So. Mit uns ist nicht zu spaßen. Ich kann nicht die Mana-Sachen einsetzen, weil ich glaube, ich würde zu viel. Ich muss gleich ein bisschen so machen, damit ich ein bisschen Energie spare. So, ich bin ruhig. Perfekt. Immer dasselbe. Na klar, immer dasselbe. Die sind ja auch einfach nur Luschen, ne? Luschen hat sind die. Und leider sagen. Ja, aber finden wir hier auch irgendwas? Oh, guck mal da. Wo war der hier? Das scheint eine Nachricht zu sein, die vor einem Dekorenstamm zum anderen geschickt wurde. Der Häuptling ist gegangen, um seine Wohltäter im Norden einen weiteren Besuch abzustatten. Bis zu seiner Rückkehr wird ein halber Mond vergehen. Als es je eine Gelegenheit gab, unser Volk zu befreien, denn jetzt, sein Tyrannei, wird unser Untergang. Er mag sich ihrem Plan unterwerfen müssen, wir müssen es nicht. Ich bin ja auch schon mit hier. Ich hab sie alle mal. Oh, tut dir nicht gut, du kleine Spinne. Ein Bauchtreffer tut dir auch nicht gut. Und zwar so. Final. Die Superkraft, die bewahre ich natürlich auf. Für einen größeren Boss. Beziehungsweise einen größeren Gegner. Hoffen wir mal, dass das so weit geht. So. Regeneriert er alles hier? Bei Angriffen eine Chance. Kannst ja nicht bauen, ne? Jetzt hier so eine verrostete Klinge nehmen zum Beispiel? Ey, so wenig. 97% dafür brauche ich nur meine Sachen. Macht jetzt keinen Sinn. Okay. Ach, shit. Ich wollte eigentlich noch zuhauen, aber ich kann das Rückschlag machen. Blödes Vieh. Gefahr beseitigt. Und da kommen die drei Vögel wieder und freuen sich. Und da sind wir runtergegangen. Und so geht's. Komm da rein. Mach Licht aus. Ne, kann man nicht. Da geht's irgendwie mal die Treppen hoch. Da gehen wir hoch. Beziehungsweise ein paar Stufen hoch. Was auch immer. Den Weg. Ja, da sind noch ein paar Gegner. Verkehrt ist. Ah, guck mal hier. Ein Feuerstein. Das ist ein gewöhnliches Teil. Okay, da kommen wir nicht rein. Da müssen wir wahrscheinlich erst was erledigen für, bevor wir da reinkommen.
ein paar Gegner. Ist verschlossen, okay. Ach, ich hab den noch gesehen, so leicht schattiert. Zu lange mit den hier. Zeig dich, du Schwein. Bluten, du Sau. Ja, oh, da ist er reingehauen. Die Haarlosen werden büßen. Ja. Das ist aus, als wärst du büßen. Kommen wir ja in dem Dungeon noch ein bisschen am Level hoch, das wäre nicht schlecht. Wir haben einfach genug Leben hier, ne? Okay, dann müssen wir ein bisschen größeres nutzen. Fügt über 4 Treffer hinweg 30 Schaden zu GSV. Auf der eine kriegt es auf jeden Fall. Und zwar der untere. Ein bisschen Leben wieder. Ja, jetzt klopft ein bisschen rein da, der Gute. Eieiei. Okay, jetzt müssen wir den... Und jetzt noch Platz nach hinten. Hey, jetzt hat es gut gestorben. Auch nicht verkehrt. Boah, und wir rutschen langsam hoch auf die 1000. Das heißt, er geht wieder auf Level 8. Einmal jetzt, glaube ich. Oh, wir haben Schlüssel der Lykonwüstlings. Also, wir können bestimmt die Tor hier hinten öffnen. Uns gleich, aber einmal müssen wir hier, glaube ich, ein bisschen Leben generieren. So. Da kommt der Stärke und Feuerstein. Geht hier weiter. Hier nochmal längs. Dies scheint eine Nachricht zu sein, okay. Der Häuptling der Blutmonde ruft immer mehr Stämme zum Pfad der Fänge. Er zwingt die mächtigen Krieger im Kampfring in die Knie. Doch anstatt sie ehrenvoll auszulöschen, verlangt er einen Blutpack von ihnen. Gefolgschaftstreue. Warum versammelt er uns zu solchen Ritualen? Er wird von einem rastlosen Wahnsinn verzehrt und durch seine Unehre und Blasphemie bleiben wir im Dunkel zurück. Und doch würde es niemand wagen, ihn durch offenen Verrat herauszufordern. So. Wir benutzt werden, wenn Feinde auch so. Was unten? Okay. Ich würde sagen, wir erledigen die Feinde da unten noch auf jeden Fall. Wo weitergehen? Ach, da müssen wir noch gleich runter. Okay. Jetzt hier hinten links.
Okay, da geht's auf jeden Fall runter. Das wollen wir jetzt hier noch nicht. Der gegenwärtig als Pfad der Fänger bekannte Gebiet liegt im strategisch bedeutenden Weg zwischen dem Binsenlanden und der Verräterbucht und hat sich erst in letzter Zeit entwickelt. Die Straße war eine stark frequentierte Handelsroute, die oft von Schmugglern benutzt wurde. Die dort beheimateten Stämme der Lykoner überfielen zunächst einfach Reisende auf der Straße. Diese Strategie erwies sich als ebenso simpel wie lukrativ. Und nach kurzer Zeit legten sie kleine Lager an, umso mehr dauerhafter wurden, je geringer der Widerstand gegen die Aktivität wurde. Okay. Okay, dann gehen wir noch kurz runter hier. Ein bisschen Gold. Ich spüre, da ist ja noch was drin. Ja, mal gucken, wir haben aber einen Schlüssel da hinten für die Tür. Da müssen wir nochmal rein. Müssen wir jetzt ja nicht unbedingt jetzt machen, aber nur, dass wir daran denken. Ach, guck mal. Okay, ich habe ihn erwischt. Ein Schleicher ist da auch. Okay. Weg über 4. Lauffeuer. Was machen wir jetzt mal? Und hier, er kriegt. Und du wärst einfach mal. Schön Streuschuss machen. Los geht's. Ei, das war gut. Ach schade, hätte ich den unteren mal treffen sollen. Oh, vergiftet. Die Sau ist vergiftet. Na gut. Na gut, du meinst. Perfekt. Ich bin nicht beeindruckt. Ich auch nicht. Okay, wir steigen fast auf. Fast, fast, nur fast. Nicht ganz, aber fast. Jetzt müssen wir ein bisschen Autobahn gehen. Uns ist nicht zu spaßen. So. Wenn wir eine Bombe dann habt. Wir müssen mal platt machen, bevor die Bombe wird. Zu wie Bud Spencer. So. Eine Nachricht in penibler Handschrift mit roter Tinte. Es gibt Eindringer auf der Insel. Ein Krieger, ein Mädchen und ein Kriegsgolem. Sie werden sich einmischen, sogar ohne es überhaupt zu wissen. Wenn sie sich dem Pass nähern, unternimmt alles nötig, um sie zu töten. Alles. Sollte ich sie nördlich von deinen barbarischen Holzhaufen sehen, entferne ich dich aus dem Land der Lebenden und lasse sie beim verlorenen Seelen im Fegefeuer herumrennen. Ein verschnörkeltes Symbol. Und damit sind wir gemeinwohl, würde ich sagen. Hier,
Oh, du Drecksau. Du blödes. Oh, ein Crit. Auf den haben sie es abgesehen, ne? Oh, der lebt noch. Gut Energie, der Typ. Das war beinahe ein fairer Kampf. Finde ich auch. Auch nur beinahe. So, wir steigen gleich mal in der nächsten Runde im nächsten Kampf auf. Deswegen werden wir noch einen Feind mitnehmen, damit wir frisch in die Runde gehen können. So, noch weiter irgendwo? Die Energien waren schlampig bei der letzten Lieferung. Sie haben miteinander gekämpft und den Gefangenen Schaden zugefügt. Mein Wissen wurde dir unter einer Bedingung gegeben. Du nutzt es, um deine wertlosen Stämme zu unterwerfen und zu kontrollieren, damit sie nach meiner Pfeife tanzen können. Hast dies lange genug vergessen, um untereinander zu streiten, fällt auf dich zurück. Ich lasse mein Artefakt nicht aus Spaß bei dir. Vielleicht musst du an ihre Macht und Deutung erinnert werden. Vielleicht sollte ich deinen Hunden selbst einen Besuch abstatten. Kommt aber raus, wenn man schlampig ist. So, aufgestiegen. 888. Urteilspunkte. Ach, der andere ist nicht aufgestiegen, Garrison. Scheiße. Sehr gut. Na gut. Ah, da hat mich ein Gift getroffen, die Sau. Wir gehen hier unten rein. So, gucken wir mal. Haben wir ein bisschen was erkundet? Ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir genau hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Bis dahin. Tschüss.